Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Landsleute! 30 Jahre deutsche Einheit, seit die friedliche Revolution die Mauer überwand, ist viel Zeit ins Land gegangen. Damals lebte ich bei meinen Eltern im sächsischen Weißwasser. Weißwasser hatte damals 40.000 Einwohner, heute sind es noch 15.000 Einwohner. Es gab eine große Glasindustrie, die ist komplett weggebrochen. Tausende wurden arbeitslos, die Menschen sind weggezogen, vor allem die Jungen. Die Einheit, das kann ich und darf ich als Ostdeutscher so sagen, hat meine Heimat verändert. Wie sehr, das haben wir uns alle damals vielleicht gar nicht vorstellen können. Wir haben uns nach nichts mehr gesehnt als nach der Freiheit und wir haben sie auch bekommen. Auch materiell ist vieles besser geworden. Häuser und Straßen wurden saniert. Es gab viel Aufbruchsstimmung. Viele haben, wie ich, die Chance ergriffen, die uns die Freiheit bot. Wir haben Betriebe, kleine Unternehmen aufgebaut. Was mir möglich war, davon konnte mein Vater nur träumen. Aber es gab leider auch Enttäuschungen. Biografien zerbrachen, Existenzen wurden zerstört. Fast jede Familie hat sowas erlebt. Und solche Erfahrungen, die prägen. Nicht nur diejenigen, die sie persönlich durchmachen, so etwas wird weitergegeben auf Kinder und Enkel. Solche Erfahrungen vererben sich sozusagen. Sie werden zum Erfahrungsschatz einer ganzen Gesellschaft. Sie werden Teil ihrer kollektiven Erinnerung. Meine Damen und Herren, das heißt, auch die Erfahrung des Verlustes der eigenen bürgerlichen Existenz ist für uns Ostdeutsche untrennbar mit dem großen Glück der Wiedervereinigung verbunden. Herr Kollege Wanderwitz von der CDU, in Ihrem Bericht zum Stand der Einheit lese ich, ich zitiere, Sie haben ja schon einiges gesagt, die durchschnittliche Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer erreichte gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in 2019 ein Niveau von knapp 73% des gesamtdeutschen Durchschnitts. Und so etwas verkaufen Sie als Erfolg, Herr Kollege. Also das muss ich wirklich sagen, denn im Klartext bedeutet Ihre Feststellung, nach 30 Jahren Einheit liegt der Wohlstand in vielen ostdeutschen Regionen noch immer weit unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Und ich frage Sie, wie viel Zeit muss denn noch ins Land gehen, damit wir im Osten endlich gleichwertige Lebensverhältnisse haben, die uns auch das Grundgesetz garantiert? Und ich zitiere weiter aus Ihrem Bericht. Die verfügbaren Haushaltseinkommen der Einwohner haben in einzelnen neuen Ländern, Brandenburg, Sachsen, bereits zum Niveau des einkommensschwächsten westlichen Landes, Saarland, aufgeschlossen. Und das nach 30 Jahren. Lieber Kollege, dass Sie hier, die hier in diesem Parlament schon seit sehr vielen Jahren sitzen, wenn Sie das wirklich hinterfragen sollten mal, was hier auch schiefgelaufen ist, dann frage ich mich, was haben Sie eigentlich die letzten 30 Jahre in diese Richtung getan und warum haben Sie nichts geändert? Und stattdessen jammern Sie über die Unzufriedenheit der Ostdeutschen und darüber, dass die Menschen dort AfD wählen. Und ich sage Ihnen, warum die Menschen dort AfD wählen. Weil wir die Probleme benennen und auch beseitigen wollen. Und was tun Sie? Statt die wirtschaftlichen und sozialen Probleme anzufassen, unterstellen Sie den Ostdeutschen einen Hang zum Rechtsextremismus. Was sonst? Liebe CDU, SPD und FDP, erst haben Sie den Menschen mit der Treuhand das gesamte Volksvermögen genommen und nun diffamieren Sie sie. In Wirklichkeit ist es doch so. Die AfD ist die erste gesamtdeutsche Partei. Wir haben uns viele Jahre nach der Einheit gegründet und können als einzige Partei die Entwicklung der deutschen Einheit objektiv betrachten. Nach 30 Jahren Einheit möchte ich Ihnen zurufen, wäre es nicht an der Zeit, die eigenen Fehler mal einzugestehen? Wäre es nicht an der Zeit für etwas mehr Toleranz gegenüber Lebensentwürfen und Haltungen, die sich schon aufgrund der unterschiedlichen Geschichtsverläufe und den daraus resultierenden menschlichen Prägungen ergeben haben? Meine Damen und Herren, werte Bundesregierung, es wäre ein Anfang, wenn Sie auch endlich aufhörten, immer noch von den neuen Bundesländern zu reden, nach 30 Jahren. Ich bitte Sie. Vielen Dank. Vielen Dank, Tino Chrupalla.